Die US-Notenbank wird umsteuern, aber nicht wegen den Aktienmärkten, sondern wegen den Anleihemärkten, denn dort erleben wir so etwas wie einen globalen Margin Call. Das bringt viele Pensionskassen in arge Schwierigkeiten, bringt letztendlich die Refinanzierungsfähigkeit von ganzen Staaten in Schwierigkeiten und dann wird die Fed sagen, wir hatten einen Höchstwert, das war die Bekämpfung der Inflation, aber jetzt müssen wir aus anderen Gründen leider etwas anderes machen. So wird es kommen, nicht wegen den Aktienmärkten, da könnte es noch sehr weit runtergehen. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir im Grunde ja nach wie vor deutlich über den Hoch sind, die wir vor der Corona-Zeit gesehen haben, als damals eben noch die Dinge so scheinbar in Ordnung waren. Das wäre nicht das große Thema. Das große Thema sind die Verwerfungen am Anleihenmarkt. Ist dieser globale Margin Call, wie es ein deutscher Portfolio-Manager gesagt hat, wohl der Allianz, der sagte, it's a global margin call, I hope we survive. Ich hoffe, wir werden das überleben. Risk Gawks in Germany's government debt market rose last week to levels higher than recorded in 2008. Also, wir sehen, dass da tektonische Bewegungen am Start sind. Was da genau los ist, wollen wir uns gleich mal anschauen, aber schauen wir uns zunächst mal an. Wir haben wieder Probleme bei den Briten mit dem Gilt-Markt, also den länger laufenden britischen Staatsanleihen. Hier oben sehen Sie die 30-jährige UK-Staatsanleihe. Da ist die Rendite wieder gestiegen. Und erinnern wir uns, die Bank of England hat ja interveniert, hat praktisch ihre gesamte Agenda über den Haufen geworfen, die sie kurz vorher noch postuliert hatte und gesagt, ups, wir machen jetzt doch wieder Quantitative Easing. Jetzt hat sie heute gesagt, heute Morgen, wir stehen bereit, pro Tag jetzt weitere 10 Milliarden Pfund an Gilts zu kaufen. Und wir sehen, dass die Hedging-Costs für solche 10-jährigen britischen Staatsanleihen massiv in die Höhe geschossen sind jetzt wieder. Und die Bank of England hatte gesagt, wir werden jetzt unsere QE-Operationen ausweiten. Das dürfte wieder den Märkten ein bisschen helfen, die Renditen nach unten bringen, die Aktienmärkte zu einer Erholung ansetzen lassen. Ist zumindest ein sehr wahrscheinliches oder denkbares Szenario heute. Eben wieder aufgrund der Bank of England, erinnern wir uns, deren Intervention ja damals schon den Aktienmärkten ein bisschen geholfen hat. Die Frage ist nur, wie nachhaltig ist die ganze Geschichte? Worin besteht jetzt das Problem? Das Problem besteht in sogenannten Collateral, in Sicherheitshinterlegungen, denn das sind Staatsanleihen. Für eine Bank zum Beispiel ist eine Staatsanleihe, zum Beispiel eine deutsche Staatsanleihe, eine feine Geschichte, denn ich muss da kein Eigenkapital hinterlegen, weil die als praktisch risikolos gelten. Also haben Banken sehr gerne diese Staatsanleihen gekauft. Wenn wir uns jetzt mal Pensionskassen anschauen, in England zum Beispiel, dann kamen die in Schwierigkeiten, weil die sich Geld geliehen haben und als Sicherheit Staatsanleihen hinterlegt hatten für diese Kredite, die sie da bekommen haben. Nun aber passierte es, dass der Kurs dieser Anleihen deutlich fiel. Damit wurde diese Sicherheitshinterlegung weniger werthaltig. Dadurch waren diese Pensionskassen wiederum gezwungen, Cash zu generieren, um einen Margin Call zu vermeiden, wodurch sie wiederum ihre Sicherheiten verkaufen mussten, zu Cash machen mussten, nämlich diese Staatsanleihen. Und genau das ist der Prozess, der jetzt so gefährlich ist. Diese Collaterals, diese Sicherheitshinterlegungen werten ab. Und wir dürfen ja eins nicht vergessen, es sind die Banken, die Geschäftsbanken, die die großen Geldschöpfer sind, viel mehr als die Notenbanken. Und diese Banken haben ein Collateral Problem, wenn eben die Dinge sich hier zu schnell in eine Richtung bewegen, dass eben diese Kurse dieser Staatsanleihen fallen. Und das muss den Notenbanken auffallen und es ist ihnen aufgefallen. Global Margin Calls hits European Debt Market, so heißt es hier. Wir sehen etwa die Volatilität der 10-jährigen deutschen Staatsanleihe. Eins das mit langweiligste Papier, das sie auf diesem Planeten finden konnten. Aber jetzt sehen wir an den gesamten Anleihemärkten massive Bewegungen, massive Swings. Wir sehen auch, dass Swap Spreads jetzt auf Rekorden sind. Das heißt, wenn ich mich gegen bestimmte Dinge absichern will, dann besorge ich mir Swaps von einem Verkäufer. Aber die Preise sind derzeit so hoch, dass diese Absicherungen so extrem teuer sind, was diese ganzen Verwerfungen an diesem Markt noch verschlimmert. Und das ist nicht nur
jetzt in Europa so. Wir sehen etwa auch, wenn man in Asien sich absichern will über Credit Default Swaps gegenüber Ausfällen, Zahlungsausfällen, dann sehen wir, dass die Preise hierfür massiv gestiegen sind. Also es ist ein globales Phänomen, es ist eine Art globaler Margin Call. Und die Frage ist, was wird da passieren, was wird da kommen? Insgesamt sehen wir ja nicht nur die Aktienmärkte gefallen, sondern vor allem die Anleihemärkte, ja. Die Kurse stark gefallen, die Renditen gestiegen. Wir haben zuerst das Massaker bei Kryptos gesehen, dann bei Anleihen, dann bei Aktien. Jetzt kommt der US-Hausmarkt noch dran. Die Wohlstandsblase, die platzt immer mehr. Wir werden ärmer und zwar sehr schnell, wie Wall Street Silver hier schreibt. Und die Fed wird darauf reagieren. Und wir haben gestern schon eine erste Indikation darauf bekommen, dass die Fed reagieren wird. So hat Lyle Brainard, die Fed-Vize, gesagt, ja, wir sind sehr bewusst, dass hier unsere Zinspolitik zu finanziellen Vulnerabilitäten führen können. Und die Fed ist sich bewusst zu über Risiken, zu adverse shocks. Also man ist langsam so ein bisschen aufgewacht und sieht, hups, da könnte ein bisschen Ungemach auf uns zukommen. Wie Sven Hendrik hier schreibt, Fed is getting scared. They know they have a problem. Yes, das wissen sie. Sie haben ein Problem, denn die Folgen ihrer Politik, die schaffen jetzt Probleme. Nachdem man zu lange gepennt hat, ist man jetzt zu stark auf dem Vollbremspedal. Und das ist ein subtiler Hinweis darauf, dass da ein Pivot kommen wird, dass da eine Wende kommen wird. Nicht, weil die Aktienmärkte irgendwie runterkommen, nicht, weil jetzt die Inflation komplett abstürzt, sondern weil die Finanzstabilität dann in den Vordergrund rücken wird. Und das wird ziemlich schnell passieren, denke ich. Also jetzt nicht unbedingt morgen passieren, aber wenn es passiert, wird es sozusagen mit einer Meldung kommen und dann werden wir massive Bewegungen an den Märkten sehen. Wir sehen den Stress auch andernorts, etwa Dollar-Yen wieder bei 145,75. Also der Yen wird abverkauft, weil unter anderem diese Notenbank in Japan eben nicht diese Fed-Politik mitgehen will, weiter Quantitative Easing betreibt, also das Gegenteil der Fed betreibt und auf der anderen Seite jetzt eben auch ein gewisses China-Risiko hat. Man ist so der hauptsächliche Hub in Richtung China, wo letztendlich die Dinge ja auch schwierig sind. Jedenfalls hat Japan jetzt nochmal versucht zu warnen. Wir werden intervenieren. Wir stehen Gewehr bei Fuß. Kommen wir zu den Märkten gestern. Columbus Day. Nur mit halber Kraft Anleihemärkte geschlossen, nur die Future-Anleihemärkte waren offen, aber es war ziemlich dünn volumig. Wir haben Verluste gesehen, nicht dramatische Verluste, aber eben weiter Verluste. Aber insgesamt sehen wir, dass der Nasdaq etwa auf dem tiefsten Stand seit 52 Wochen hantiert. Dazu gleich mehr, tiefster Stand seit Juli 2020 sogar. Wir sehen eine Microsoft auf 52 Wochen tief, wir sehen ein Gesichtsbuch Meta auf dem tiefsten Stand seit Januar 2019 und wir sehen, dass jetzt in zwei Quartalen in Folge mehr als 10% der Unternehmen, die die Marktkapitalisierung S&P 500 stellen, praktisch pre-announced earnings melden, also praktisch vor der eigentlichen Zeit melden, meistens weil sie Gewinnwarnungen raushauen. Das hat sich ein Stück weit abgezeichnet. Insgesamt sehen wir, dass letztendlich die Inflationserwartungen bereits deutlich nach unten gehen, weil die Märkte antizipieren, dass da was kommt in Sachen Rezession, dass dadurch die Inflation auch zumindest zeitweise deutlich zurückgehen wird. Und wenn wir jetzt mal zu den Aktienmärkten kommen, sehen wir einige Parameter wie den McLaren Summation Index in einem Chart von Ron Walker schon ziemlich ausgebombt, aber wie könnte es weiterlaufen? Das zeigt, zunächst mal hier dieser Chart des Nasdaq. Wie gesagt, der Nasdaq ist jetzt unter sein Jahrestief gefallen, also Schwäche bei den Tech-Aktien hier in diesem Chart von Capital.com. Der S&P ist noch ein bisschen drüber gewesen und hier sehen wir mal den S&P 500 in diesem Chart von Ron Walker. Sehen wir, naja, wir haben jetzt im S&P Unterstützungsbereiche. Wir haben heute bei der 10-jährigen US-Anleiherrendite die 4%-Marke wieder erreicht. Da ist schon mal ein Top gewesen. Widerstand zunächst mal. Rebound von diesen Widerständen, was die Rendite betrifft. Erholung möglicherweise nochmal bei den Aktienmärkten, bevor dann nochmal eine ziemlich starke Abwärtswelle
kommen könnte, bevor wir dann möglicherweise einen Boden ausbilden, der dann auch eine Zeit lang wirklich tragfähig ist mit neuer Rallye, die sich dann anschließt. Wir sehen bei den Anleihemärkten den viertschlimmsten Bärenmarkt in their history. Niemand aber will kaufen. Investors buy the most at the top and the least at the bottom, wie Bob Farrell gesagt hat. Also die Leute kaufen am meisten am Top und am wenigsten am Boden. Die Frage ist immer nur, wo ist der Boden? Wenn wir uns mal die zweijährige US-Staatsanleihe anschauen in Relation zur Dividendenrendite, dann sind Staatsanleihen derzeit jetzt so günstig wie seit der Finanzkrise nicht mehr, muss man sich mal vorstellen. Pardon, immer noch die Folgen dieser Erkältung, die auch langsam besser wird, meine Damen und Herren. Auch dank Ihrer Tipps, die ich alle befolgt habe. Es waren 2723, ich habe es einmal gezählt. Ich habe alles probiert und es hat total geholfen. Gell? Ich weiß zwar jetzt nicht, welcher Tipp, aber einer davon war es, ne? Ganz sicher. Und jetzt die Frage, wenn wir jetzt nach Deutschland kommen, wie geht es hier weiter? Gestern ja die Meldung von Bloomberg. Deutschland ist bereit für die Gemeinschaftung von EU-Schulden wegen der Energiekrise. Dann kam ein Bericht von Reuters, die gesagt haben, nö, hier bestreitet das jemand, der allerdings anonym bleibt. Also nach wie vor offene Frage. Ist es so, dass Deutschland bereit ist oder ist es nicht so? Jedenfalls haben wir gesehen, dass gestern dann, als diese Meldung von Bloomberg kam, die Renditen für deutsche Staatsanleihen massiv nach oben geschossen waren. Und insgesamt sind wir in einer Situation, wo alles auf einmal kommt. Wir haben soziale Verwerfungen, ökonomische Verwerfungen. Wir sehen Krieg wieder in Europa mit Raketen auf Städte in Europa. Etwas, was es im Grunde seit Jahrzehnten nicht gegeben hat, vielleicht mit Ausnahme des Jugoslawienkrieges. Also das sind natürlich Dinge, es kommt so ziemlich alles zusammen. Das ist wirklich eine etwas merkwürdige Zeit, aber die 20er Jahre waren auch im 20. Jahrhundert eine schwierige Zeit. Abschließend noch ein paar Empfehlungen, meine Damen und Herren. Cathie Wood mit offenem Brief an die Fed, ich hatte es gestern kurz erwähnt. Sie warnt vor Deflation, nicht vor Inflation. Wir sehen die Herrschaften der Fed, die liegen unter dem Tisch vor Lachen, aber lesen Sie sich das mal durch. Erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, Verwerfung an den Anleihenmärkten, Quantitative Tightening Pläne der Fed in Gefahr, kann sie möglicherweise die Bilanzsumme gar nicht reduzieren. Interessant ist, denn eine Studie der Fed, die neulich erschienen ist, in der gezeigt wird, dass dieses Quantitative Tightening gar nicht so einen starken Effekt hat, etwa 2 Billionen Quantitative Tightening, also die Reduzierung der Bilanzsumme um 2 Billionen, hat einen Effekt von 27 Basispunkten Zinsanhebung, also von 0,275% Zinsanhebungen. Das ist viel weniger, als die Fed wahrscheinlich bald die Zinsen in einem Schritt anheben wird. Also möglicherweise ist dieses Quantitative Tightening ein bisschen überschätzt. Das eigentliche Problem sind, und das hat Hugh Grant, ein genialischer Freak aus dem Finanzsektor, ehemaliger Eclectica Asset Manager, Management CIO und Gründer, der sagt, die Fed hat keine Ahnung, sie versteht Geld nicht, es sind die Collaterals, es sind die Sicherheitsleistungen der Geschäftsbanken, die hier das entscheidende Thema sind. Und wenn hier Stress im System ist, dann rumpelt es. Schauen Sie sich dieses Interview mal an, müssen Sie ein bisschen Englisch können, der hat einen relativ starken Akzent, aber es ist ein genialischer Typ, der zeigte, worauf es wirklich ankommt, was da wirklich abläuft. Wenn Sie die Zeit haben, kann ich es nur dringend empfehlen. Also drei Artikelempfehlungen und ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus und Ciao.